Also hallo und herzlich willkommen zu dieser Präsentation von WookLab. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute an dieser Veranstaltung teilnehmen und schlage vor, dass wir starten. Also wie es unser Motto sagt, wollen wir das Lernen interaktiv und effektiv gestalten und wie wir das konkret machen, werden Sie jetzt erfahren. Kurz zu meiner Person, ich heiße Stefano, ich bin 26, ich wohne hier in Paris und ich bin zuständig für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum bei WookLab. Zum heutigen Ablauf. Als Einleitung werde ich Ihnen ein klein wenig Kontext zu den Prämissen unserer Gedanken geben. Dann möchte ich mehrere Punkte auflisten, die für einen didaktischen Mehrwert von WookLab sprechen. Als nächstes kommt das Herzstück der Rede, und zwar die Demonstration des Tools. Und zum Abschluss würde ich Ihnen gern zeigen, in welche gängige Systeme sich das Tool WookLab einbinden lässt. Ganz am Ende kommt natürlich eine Q&A-Session. Beginnen wir mit dem Kontext. Bei WookLab stellt man sich die Frage, wie kann ich Studierende aktivieren? Wie kann man Lernen interaktiv gestalten? Und um diese Frage zu beantworten, stützen wir uns auf anerkannte Forschung. Darunter stützen wir uns auf den Neurowissenschaftler Stanislas Dehaene, der die These aufgestellt hat, dass das Lernen auf vier Grundlagen basiert. Als nächstes ist es natürlich wichtig, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. Dann ist es auch wichtig, eine aktive Beteiligung bei den Studenten zu fördern. Man kann das Lernen interaktiv gestalten, auch indem man den Studenten einen Zugang zu einem direkten Feedback ermöglicht und letztlich indem man den Studenten hilft, die Kursinhalte langfristig zu vertiefen. Also der Neurowissenschaftler Stanislas Dehaene bezeichnet diese vier grundlegenden Elemente als die vier Säulen des Lernens. Und mit dem WookLab-Werkzeug helfen wir den Professoren insbesondere, die Aufmerksamkeit der Lernenden zu fördern und zu aktiver Beteiligung zu motivieren. Und das bringt mich jetzt dazu, über unseren didaktischen Mehrwert zu sprechen. Wir gewährleisten bei WookLab definitiv eine pädagogische Unterstützung, indem man unter anderem interaktive Befragungen zur Verfügung stellt. Es gibt mehr als 15 Fragentypen, die Sie auf WookLab benutzen können. Man kann die Fortschritte der Lernenden verfolgen, indem man zum Beispiel die Ergebnisse im Anschluss einer Veranstaltung in einer Excel-Datei exportieren kann. Man kann die Lehrveranstaltung strukturieren, das heißt, Sie können für jeden Kurs ein neues WookLab-Ereignis erstellen. Selbstverständlich auch indem die Beteiligung erhöht wird und da sind sich die Professoren einig. Es lässt sich auch in Präsenz und auch in Distanzlehre benutzen. Wobei WookLab zu Beginn nur für Präsenzlehre gedacht war, weil als es 2015 gegründet wurde, hatten wir natürlich nicht die Pandemie vorgesehen. Und Sie können WookLab im synchronen als auch im asynchronen Modus benutzen, beziehungsweise während den Vorlesungen oder nach oder vor einer Vorlesung. Ich möchte Sie jetzt in die Haut eines Studenten versetzen und deswegen habe ich ein paar Befragungen vorbereitet. Sie können teilnehmen, indem Sie dieses QR-Code auf der linken Seite einscannen oder indem Sie diesen Link in einem neuen Browserfenster eingeben. Das kann ich im Chat vielleicht weitergeben. Jetzt haben Sie den Link im Chat bekommen. Wir können übrigens sehen, dass fast 40 Personen eingeloggt sind. Ich warte noch ein paar Sekunden und wir legen dann los. Noch 10 Sekunden. Okay, wir können starten. Wo sind Sie? Das ist meine erste Frage. Das gilt als Icebreaking Question, wie die Englischsprachigen sagen. Und ich bitte um Verzeihung, falls Sie nicht in der Dachregion sein sollten. Wir haben viele, viele Antworten und es ist sehr gut verteilt überall in Deutschland. Eine Person ist in Österreich. Dankeschön.
Würde es eine korrekte Antwort geben, könnte ich diese korrekte Antwort hier auch anzeigen. Kommen wir zur nächsten Frage. Da können wir sehen, ob Sie richtig aufgepasst haben. Wie viele Redner gibt es beim University Future Festival? Also, hier können wir nochmal auch die Statistiken sehen. Sie können es in verschiedenen Formen darstellen. Hier kann man die häufigsten Antworten sehen. Es haben 6 Personen 200 gesagt, 6 Personen 300 geschrieben. Hier in Form einer Tabelle, in Form einer Statistik. Und ich zeige jetzt die korrekte Antwort. Sobald ich die korrekte Antwort angezeigt habe, können Sie nicht mehr antworten. Und die korrekte Antwort war 440. Und ich habe angegeben, dass Antworten mit einer Differenz von 20 Punkten als richtig gelten. Es liegt an Ihnen, den Grad der Toleranz zu wählen. Bei mir waren es 20 Punkte. Und es haben 2% der Teilnehmer diese Frage richtig beantwortet. Hier wäre es eine Wortwolke. Was ist Ihre Haupttätigkeit? Was machen Sie hauptberuflich? Und wie Sie sehen, können wir dann eine Wortwolke sehen. Und je mehr eine Antwort verschickt wird, desto auch größer dargestellt wird. Viele Antworten. Beratung kommt am häufigsten. Mitarbeiterin an zweiter Stelle. Hier können Sie die Ergebnisse auch in dieser Form darstellen. Und Sie können zum Beispiel auf eine Antwort klicken. Hier in Form einer Liste ebenfalls. Und hier noch einmal die Wortwolke, was mir persönlich am besten gefällt. Danke für die versendeten Antworten. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist hier die Funktionalität Brainstorming. Was kann an den Hochschulen verbessert werden? Und hier machen Sie sich nicht die Mühe, eine ausführliche Antwort zu schreiben. Es geht nur um das Prinzip. Also hier habe ich verschiedene Blöcke kreiert. Und Sie können Ihre Antworten dann in den verschiedenen Blöcken verschicken. Und das hilft dazu, dann die Antworten zu unterteilen. Und Sie können unendliche viele Kategorien hinzufügen, wie Sie möchten. Hier habe ich mich bei 4 Kategorien begrenzt. Wenn ich möchte, kann ich eine verschickte Antwort in einem anderen Block verschieben, wenn das mehr Sinn machen würde. Und man kann zum Beispiel auch auf eine Antwort zoomen und diese Antwort dann mit den Studierenden besprechen. So, kommen wir zur Demonstration. Vielen Dank für die Antworten. Ich verlasse es jetzt. Also, meine Demo wird in 2 Teilen stattfinden. Zuerst zeige ich Ihnen, wie Sie WooClap Live nutzen können, ob in einem Vorlesungsraum oder aus der Ferne. Und dann erkläre ich Ihnen, wie man WooClap im asynchronen Modus verwendet. Komme ich in die Startoberfläche von WooClap, dann sehe ich schon, dass es ziemlich einfach aufgebaut ist und damit sehr gut verständlich. Wenn ich eine neue Befragung beginnen möchte, muss ich einfach auf Event hinzufügen klicken. Und dann erscheint schon die Benutzeroberfläche. Aber heute behalten wir das bereits erstellte Ereignis. Also hier können Sie sehen, dass es sehr viele Fragentypen gibt. Also hier im zentralen Banner können Sie sehen, dass Sie verschiedene Fragentypen auswählen können, wie zum Beispiel Paare bilden, Brainstorming, eine Zahl erraten, eine Folie einfügen, Audios, Videos einfügen, Sortierung, Priorisierung. Also eine unglaubliche Vielzahl an Abfrageformaten,
die zugleich aber auch sehr einfach zu erstellen sind. Der erste Schritt, den ich Ihnen empfehlen kann, ist, den Namen Ihrer Veranstaltung auch in Bezug auf Ihren Kurs zu ändern. Also das können Sie hier oben links machen. Das lassen wir jetzt so. Und der zweite Schritt wäre dann, den Fragentyp auszuwählen, den Sie auch stellen möchten. Also hier könnte man zum Beispiel eine Multiple-Choice-Question erstellen. Und hier kann man sehen, ob Sie richtig aufgepasst haben. Während meiner Einleitung, wann wurde Booklab gegründet? 2013, 2015, 2017, 2019. Da muss ich Ihnen leider die richtige Antwort verraten. Und dann kann ich meine Frage speichern. Und schon ist meine neue Frage hier zu erscheinen im Anschluss der bereits erstellten Frage. Wenn ich möchte, kann ich den Code meines Ereignisses auch ändern. Dieser Code ist einmalig und ermöglicht es, den Teilnehmern sich einzuloggen. Das ist hier. Aber das lassen wir auch jetzt so. Und bevor ich in die Parameter eingehe, ist hier eine Funktion, die hier oben zu finden ist, nämlich die Pinnwand, sehr interessant. Und auf der Pinnwand können Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von meinen Befragungsfolien zum Beispiel Fragen stellen. Und als Lehrperson beispielsweise sehe diese Fragen und kann dann nachher darauf eingehen, ohne dass sie die Präsentation oder den weiteren Ablauf des Kurses stören würden. Hier würden dann die Fragen zu sehen. Die Likes können vielleicht auch ganz praktisch sein, um Fragen auch zu gewichten, um mir zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, am Ende einer Phase auf die vielleicht 4 oder 5 am höchsten gewichteten Fragen nochmal einzugehen. Das wäre hier dann die Pinnwand-Funktionalität. Und wenn ich eine Veranstaltung starten möchte, müsste ich einfach auf Beginnen drücken bei der Frage, wie kann ich teilnehmen? Und dann können die Studenten ganz einfach in die Kamera-App gehen. Und wie ich es gesehen habe, kriegt man hier den QR-Code ganz schnell eingelesen und bin schon dann in der Befragung drin. Starte ich dann als Lehrperson in die Präsentation und kriegen dann die Studenten die Fragen angezeigt. Hier die bereits gestellten Fragen. Hier können wir nochmal sehen, was sie geantwortet haben. Und hier wäre dann die neue Frage. Genau. Und wenn ich dann die korrekte Antwort anzeige, können Sie nicht mehr antworten. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie die Nutzung von Booklab durch die Anpassung Ihrer Einstellungen verbessern können. Dazu müssen Sie auf dieses kleine Rädchen drücken. Und hier können Sie sehen, erstmal, dass Sie eine Präsentation in Booklab importieren können. Hier habe ich bereits eine Präsentation hinzugefügt, aber so könnte ich eine zweite Präsentation hinzufügen. Und hier können Sie sehen, dass Sie mit Ihrem gewohnten Medientool arbeiten können, zum Beispiel PowerPoint oder Keynote, um dann Fragen und Folien zu mischen, um Ihren Kurs dynamischer zu gestalten. Wenn ich auf Einstellen drücke, kann ich meine bereits integrierte Präsentation sehen. Auf der rechten Seite haben wir die erstellten Fragen und auf der linken Seite haben wir die Folien. Und um eine Frage einzufügen, klicke ich sie an und verschiebe sie an die passende Stelle in meiner Präsentation. Und ich empfehle Ihnen natürlich die Frage, wie kann ich teilnehmen, als erste Folie einzufügen, um die Anmeldeanweisungen den Studenten sofort geben zu können. So, dann können Sie es speichern. Jetzt möchte ich Ihnen die weiteren Funktionalitäten von Booklab zeigen. Hier haben wir Authentifizierung und es ermöglicht Ihnen, die Studenten zu identifizieren. Also entweder über die E-Mail-Adresse, über soziale Netzwerke oder über das SSO Ihrer Einrichtung. Benutzername des Teilnehmers. In diesem Fall können Sie die Studenten ein Pseudonym Ihrer Wahl eingeben, zum Beispiel Ihren Vornamen. Ergebnisse standardmäßig sichtbar. Also das heißt, wenn jemand antwortet, wird seine Antwort direkt auf dem Bildschirm angezeigt, wie wir es gerade eben gesehen haben. Man konnte sofort ihre Antworten sehen. Und Sie können diese Funktion auch abstellen, wenn Sie möchten, dass die Studierenden
antworten können, ohne sich an den Antworten ihrer Kommilitonen zu orientieren. Dann haben wir die Taste Ich bin verwirrt. Das hört sich vielleicht lustig an, aber es ist ganz praktisch. Also hier, wenn Sie diese Funktion aktivieren, können die Studenten angeben, dass sie den roten Faden der Lektion verloren haben und vielleicht weitere Erklärungen wünschen. Und wo sieht man dann, wie viele Studenten verwirrt sind? Das ist dann hier auf der Präsentation. Hier kann man die Anzahl von verwirrten Personen oben bei den Folien sehen. Also bei den Folien und ebenfalls bei den Fragen. Und jetzt nach einem Kurs oder einer Schulung geht WooClub noch weiter und erlaubt Ihnen, die Ergebnisse der Fragen auf verschiedene Arten zu analysieren. Ich kann einmal die Ergebnisse als Excel-File exportieren hier. Ich kann sie mir im Überblick auch in einer Tabelle anzeigen lassen. Hier können wir nochmal Ihre Antworten sehen. Da es anonym stattgefunden hat, kann man nicht Ihren Namen sehen. Und hier können Sie es auch in einer bildlicheren Form darstellen, auf Ergebnisse anzeigen. Und über diese Funktionalität können Sie dann die Ergebnisse in einer PDF-Datei exportieren. Also ganz wunderbare Funktion, sehr praktisch, um die Ergebnisse auch vielleicht nochmal abzulegen, zu speichern oder auch damit weiterzuarbeiten. Kommen wir jetzt zum asynchronen Modus von WooClub. Wie ich es gesagt habe, ist es möglich, WooClub im asynchronen Modus zu verwenden. Und dafür müssen Sie hier auf diese Registerkarte klicken, im eigenen Tempo der Teilnehmer. Also hier können Sie Befragungen erstellen, die Teilnehmer dann in ihrem eigenen Tempo beantworten können, wie der Name sagt. Zum Beispiel vor einer Lektion, um das vorherige Kapitel zu wiederholen oder die Vorkenntnisse und Erwartungen der Studenten zu überprüfen oder auch nach einer Lektion, um die Lernfortschritte zu bewerten oder um Übungen zur Vertiefung des Kurses vorzuschlagen. Um Ihren Fragebogen zu erstellen, müssen Sie auf Neu hinzufügen klicken. Hier können Sie erstmal Ihren Fragebogen dann umbenennen. Und hier können Sie, haben Sie die Möglichkeit, bereits erstellte Fragen zu importieren. Zum Beispiel solche, die Sie während Ihrer Live-Sitzung verwendet haben. Also das können wir jetzt machen. Wir können unsere erstellten Fragen importieren, die wir im Synchronmodus benutzt haben. Und das spart uns natürlich dann Zeit. Die werden dann sofort importiert. Dann kann ich es speichern. Und da kann ich entscheiden, ob es sofort veröffentlicht wird oder später. Ich entscheide mich für sofort. Und jetzt kann ich meinen Fragebogen an meinen Studenten weitergeben, indem ich den Link kopiere oder einfach einen Screenshot von dem QR-Code machen und dann den QR-Code per E-Mail verschicke. Auch auf dieser Registerkarte können Sie auch Dateien freigeben, die die Studenten herunterladen können. Zum Beispiel die Präsentation, die in Ihrem Live-Kurs verwendet wird oder jede Art von Datei, also Excel, Audio, Video, die vielleicht zusätzliche Erklärungen enthält. Und genau, im Rahmen des asynchronen Kurses kann es manchmal auch schwierig sein, das Verständnis der Studierenden zu bewerten. Und deswegen ermöglichen wir Ihnen, die Antworten auch im asynchronen Modus dann im Nachhinein zu analysieren, indem Sie auch hier Zugang zu einer Tabelle und zu einem Bericht haben. Ich wollte Ihnen eine letzte Folie präsentieren. Und zwar hier lässt sich WooClub in Ihre bestehenden Systeme schnell einbinden. Also wie Sie es gesehen haben, können Sie Ihre Präsentation auf WooClub importieren. Sie können aber auch den Add-in WooClub in PowerPoint benutzen. Das heißt, auf beide Wege kann man WooClub benutzen, entweder PowerPoint auf WooClub oder WooClub auf PowerPoint. Sie können WooClub in verschiedenen Videokonferenzen-Tools benutzen, wie Teams oder Zoom. Und dann haben Sie auch ein WooClub-Plugin in Moodle. Und da können Sie dann Ihre WooClub-Fragen auf Moodle übertragen.
und ebenfalls die Moodle-Fragen auf WooClub importieren. Beide Wege funktionieren ebenfalls. Und auch können Sie ein YouTube-Video auf oder ein Dailymotion-Video auf WooClub sofort abspielen lassen. Hier sind einige Partner. Also wie Sie sehen, arbeiten wir bereits mit Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum, ebenfalls Unternehmen. Und hier haben Sie meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Ich hoffe, das war klar genug. Wir haben jetzt 9 Minuten Zeit für Fragen. Ich stehe für Ihre Fragen offen. Dankeschön für die Komplimente. Nein, ich habe nichts zu den Kosten gesagt. Bei WooClub gibt es verschiedene Lizenzversionen. Sie können entweder eine Einzellizenz erwerben oder eine Campus-Lizenz. Das können wir dann im Anschluss dieser Präsentation auch ausführlicher besprechen. Welche Lizenzversion hat den präsentierenden Funktionumfang? Alle Lizenzen haben diese Funktionalität. Auch wenn Sie sich für die freie Version von WooClub entscheiden, haben Sie auch Zugang zu dieser Funktionalität. Ja, Sie können es gerne ausprobieren. Es gibt auch weitere Funktionalitäten, die ich nicht beschrieben habe, aber beim Rumprobieren können Sie dann die weiteren Funktionalitäten entdecken, wie zum Beispiel die Möglichkeit, individuellen Berichten den Studenten verschicken. Das ist auch eine Möglichkeit, aber weil wir zeitlich begrenzt sind, habe ich jetzt nicht alle Funktionalitäten dargestellt. Können Sie etwas zur freien Version nochmal sagen? Ja, Sie sind begrenzt, 2 Fragen zu stellen mit der freien Version. Sind die Campus-Lizenzkosten von der Größe der Hochschule abhängig? Genau, es hängt auf die Anzahl von Studenten. Je mehr Studenten, je teurer ist die Campus-Lizenz. Ich komme von der Universität Passau und bräuchte eine Teilnehmerbestätigung. Wie kann ich diese antworten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Können Sie es vielleicht wiederholen, Lucia? Wie funktioniert die Einbindung in LMS? Diese Einbindung ist möglich im Rahmen einer Pilotphase oder im Rahmen einer Campus-Lizenz. Die ist nicht verfügbar für Einzellizenzen oder für Personen, sich für die freie Version entschieden haben. Wo liegen die Server, auf denen die Daten gespeichert werden? Die liegen in Paris. Wir sind ein belgisches Unternehmen. Also unser Hauptsitz ist in Brüssel. Wir haben seit 2019 in Paris Büros eröffnet. Und da wir ein europäisches Unternehmen sind, haben wir uns auch an den deutschen Normen angepasst. Gerne per E-Mail. Perfekt. Ja, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich stehe natürlich offen für weitere Fragen. Vielleicht auch eine interessante Information ist, dass
Plattform sich ständig weiterentwickelt. Die wird nie so bleiben, wie die gerade ist. Vor 5 Jahren hat die Plattform ganz anders ausgesehen und wir ernähren uns sozusagen von den Feedbacks, von den Verbesserungsvorschlägen, die wir von den Nutzern bekommen. Ja, es gibt eine Testversion. Für Hochschulen dauert diese Testversion 6 Monate. Und wenn Sie eine Testversion für eine Einzellizenz haben wollen, könnte die dauern zwischen 2 Wochen und 1 Monat. Das können wir dann nochmal besprechen, je nach Bedarf. Wie werden Sortierungsfragen ausgewertet? Das können wir uns vielleicht anschauen. Also hier können Sie Ihre Frage erstellen und dann müssen die Studenten alle Elemente richtig ordnen. Wenn ein Element falsch geordnet wird, gilt die Frage als falsch, gilt die Antwort als falsch. Noch einen schönen Tag Ihnen ebenfalls. Dankeschön.